Für einen insektenfreundlichen und ertragreichen Garten sind mehrere Pflanzen, wie beispielsweise mediterrane Kräuter, Obstbäume, Stauden und auch Beerensträucher, von sehr großem Vorteil. Aber bevor du jetzt tief in die Tasche greifst, um dir qualitativ hochwertige Pflanzen zu kaufen, habe ich einen Tipp, der dir wirklich sehr viel Geld sparen kann, den ich auch sehr gerne nutze, wo ich mir halt sehr viele Pflanzen einfach kostenlos besorgen konnte. Du vermehrst Pflanzen mit Stecklingen, Ableger, eventuell auch mit Wurzelteilungen oder auch einfach mit den Trieben, wie man zum Beispiel bei den Obstbäumen macht. Das heißt dann hier Veredelung. Am einfachsten finde ich die Stecklingsvermehrung bei Reben und auch bei Beerensträuchern, nachdem sie halt ihre Ernte getragen haben. Neuerdings ist es gerade hier bei meinen Johannisbeeren, haben wir jetzt schon schön ausgetragen und habe ich sie ja schon angefangen zu schneiden. Viele Triebe habe ich direkt am Boden schräg abgeschnitten, schräg einfach aus dem Grund, damit halt das Wasser sich da oben nicht staut und hier keine Brutstätte für Pilze entsteht. Und dann habe ich einen sehr langen Trieb und von dem kann ich dann nur ungefähr 3 bis 4 Stecklinge schneiden in der Länge von ungefähr 10 bis 15 cm. Hol dir auch eine scharfe Schere, damit du hier einen sauberen Schnitt auch machen kannst. Bei den Stecklingen entferne ich dann auch sämtliche Blätter, damit hier der kleine Steckling nicht die Energie in die Erhaltung der Blätter steckt und hier auch nochmal zusätzlich Wasser mit eventuell verdunstet wird. Das möchte ich alles nicht. Der Steckling soll ja hier seine ganze Kraft und Energie für die neuen Wurzeln aufwenden. Nun gibt es 2 Möglichkeiten, wie du mit den Stecklingen vorgehen kannst, damit die auch hier Wurzeln werfen. Das erste, was ich sehr gerne mache, ist, dass ich ein Glas Wasser nehme und dort die Stecklinge reinstecke. Dann sehe ich einfach, welcher Trieb Wurzeln hat und welcher Trieb jetzt, sagen wir mal, eine Miese ist. Damit spare ich mir einfach Töpfe, Platz und auch Erde und auch ein bisschen unnötig halt die Zeit, um den Steckling auch dann die ganze Zeit zu gießen und auch zu versorgen. Du kannst dem Wasser etwas Kamille oder auch frisch gepressten Beinwell mit dazugeben, weil die Stoffe haben, die das Wurzelwachstum nochmal zusätzlich fördern. Oder auch an dem Ort, da wo halt die Stecklinge dann sofort rauskommen sollen, kannst du dann probeweise ein paar mehrere Stecklinge da in die Erde mit reinstecken. Einfach zur Sicherheit, wenn halt 2 kaputt gehen, dass du halt noch einen dritten hast, der dann direkt an der Stelle wachsen kann. Du kannst auch extra ein Beet für diesen Zweck anlegen, wo du halt nur Stecklinge reinsteckst und schaust, wenn sie dann austreiben und Knospen bilden, dass du dir dann hier etwas ausgraben kannst, wenn sie recht jung sind und hier an ihrem Ort setzen. Die Stecklingsvermehrung kannst du ja nicht nur bei Beerensträucher oder auch bei Reben machen. Da gehen auch viele Kräuter und Blühpflanzen, beispielsweise Lavendel, Rosmarin oder auch Thymian. Pflanzen wie der Rhabarber, Beinwell, Oregano oder auch die fette Henne kannst du mit Hilfe einer Wurzelteilung auch nochmal zusätzlich vermehren. Das heißt, du nimmst halt deine Staude oder deine Pflanze und nimmst einen Spaten und stichst halt hier einen Teil von dieser Pflanze mit den Wurzeln heraus. Und dann hast du halt hier sozusagen die Pflanze einfach geklont, geteilt und kannst sie dann umsetzen und die wird dann auch genauso kräftig werden. Noch kurz angesprochen, die Vermehrung von Obstbäumen durch Veredelung. Schaut einmal folgendermaßen aus, du schneidest dir einfach einen Trieb ab von dem Baum, von dem du die Früchte magst und tropfst den oder steckst den sozusagen in einen anderen Baum hinein oder in eine andere Pflanze. Bei der Veredelung gibt es viele verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Ich bin jetzt kein Fan von der Veredelung, hat seine gewissen Gründe, deswegen habe ich mich nicht so ganz sehr damit auseinandergesetzt. Ich bin Fan von den Sämlingen direkt aussetzen, egal was die Leute sagen, dass da kleine Früchte kommen und die nicht so süß schmecken. Ich bin veganer Rohköstler schon seit 7 Jahren, meine Geschmacksnerven haben sich schon resettet, sind natürlicher geworden und da schmecken mir auch die kleinen Sorten. Nichtsdestotrotz ist es halt hier ein breites Feld, gibt genug Videos auf YouTube, die ich dir einfach nur empfehlen kann. Es gibt auch sehr viele Sachen, worauf du halt achten musst. Du musst halt sehr sauber arbeiten, brauchst halt sauberes Werkzeug, ein scharfes, sauberes Messer auch. Musst halt die richtigen Handgriffe haben. Also ist wirklich ein sehr breites Themenfeld, wo man auch ein eigenes Video darauf machen kann, wenn nicht sogar einen ganzen Kurs davon, weil es halt dann doch ein Handwerk für sich ist. Jetzt weißt du einige Methoden, wie man Pflanzen vermehren kann. Und jetzt erzähle ich dir Trick 17. Das heißt, du kannst mal einfach mal spazieren, gegen eine Gegend rumlaufen, dir mal andere Gärten anschauen, das machen sowieso die Leute sehr gerne, und mal einfach gucken, was da für interessante Pflanzen wachsen. Und wenn du mal zum Beispiel eine sehr interessante Traube siehst mit großen Früchten und auch schönen Farben, dann kannst du mal fragen, ob du mal vielleicht eine probieren darfst. Und dann kannst du mal auch mal die Leute fragen, ob du dir vielleicht mal einen Steckling, einen Trieb rausschneiden kannst. Du kannst es auch so kombinieren, dass du sagst, dass du halt gerne auch etwas an der Gartenarbeit mitarbeitest, vielleicht nochmal zusätzlich einen kleinen Obolus mitbekommst für die ganze Arbeit und dann einfach sagst, okay, ich schneide die Bäume zurück, ich kümmere mich um deine Beerensträucher,
musst gar nichts machen, ich mähe dir auch den Rasen und du musst es auch nicht gleich wegfahren, sondern ich kümmere mich auch um die Entsorgung und anstelle, dass du dir halt zum Waldschutzhof bringst, dann kannst du dir einfach mit nach Hause nehmen, das ganze organische Material, Stecklingsmaterial und kannst dann hier dir Stecklinge zurechtschneiden. Du kannst auch vorneweg gleich sagen, dass du halt Interesse an den Pflanzen hast, ob du dir vielleicht gleich direkt einen Steckling schneiden kannst. Je nachdem, ein bisschen klug anstellen und du kommst an dein Ziel. Gehe raus in die Welt, tu deinen Nachbarn etwas Gutes, tritt auch mit denen in Kommunikation, baue auch eine Beziehung mit ihnen auch und dann schneid dir hier ein paar Stecklinge und beglücke die Welt einfach mit weiteren grünen Pflanzen. Binden auch CO2, also gut fürs Klima. Und weißt du, was auch gut fürs Klima ist? Ein fruchtbarer Boden, den kannst du dir auch wunderbar aufbauen. Werde ich dir hier an der Seite mit verlinken. So wirst du auch zum faulen Gärtner, tust was für die Natur etwas Gutes und hast dann noch zusätzlichen Ertrag mit wenig Aufwand. In diesem Sinne, wenn dir das Video Mehrwert gegeben hat, Daumen nach oben geben, Kanal kostenlos abonnieren, verpasst du auch nichts mehr. Gerne auch unten in die Kommentare schreiben, wenn du das schon gemacht hast, diese Praktiken, welche Erfahrungen du auch gemacht hast. Können wir uns auch sehr, sehr gerne austauschen innerhalb der Gemeinschaft oder Community auch, damit wir uns hier gegenseitig helfen können. Und sonst freue ich mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Gerne auch die Webseite auschecken.